Hallöchen ihr, denn alle vier und willkommen zurück bei Knights of the Old Republic, wo es weitergeht, hier in den düsteren, dunklen Ruinen, die es jetzt zu erkunden gilt. So, schau sie mal. Hier eine Tür. Und ein altertümlicher Droide. Dieser Droid spricht eine Sprache, die du nicht kennst. Was für eine Sprache ist das? Was willst du mir sagen? Der Droide muss beschädigt sein. Ich glaube, der Droide versucht in verschiedenen Sprachen mit uns zu kommunizieren. Immer wenn er mit uns sprach, benutzte er einen anderen Alien-Dialekt. Vielleicht versteht er uns sogar. Das einzige Problem besteht darin, dass er nicht auf die Begriffe einer Sprache programmiert wurde, die wir verstehen. Ich kann die Sprachen aller Sklaven der Erbauer reproduzieren. Hey, das habe ich verstanden. Auch ich kenne diese Sprache. Eine archaische Variante des Helkath-Dialekts, genau, Die ja auf Manaan gesprochen wird. Aber warum sollte ein Druide auf Dantooine darauf programmiert sein, alte Helkath zu sprechen? Die Kommunikation unter den Sklaven war beim Bau dieses Tempels sehr wichtig. Nur so konnten alle Wünsche der Erbauer erfüllt werden. Aber ihr seid weder ein Sklave noch ein Erbauer. Ihr ähnelt vielmehr dem, der vor euch kam. Er bezieht sich offenbar auf Revan, der dunkle Lord und Malax in diesem Droiden wahrscheinlich begegnet, als sie diese Ruinen erforschten. Okay, bist du so eine Art Wächter? Ich bin der Aufseher. Die Erbauer haben mich darauf programmiert, die Sklaven beim Bau dieses Monuments zu Ehren der Sternschmiede zu disziplinieren. Als das Werk vollbracht war, wurden die Sklaven getötet. Seitdem bin ich programmiert zu dienen, sollte jemals ein Erbauer nach der Sternschmiede suchen. Und was ist die Sternschmiede? Die Sternschmiede ist der Stolz der Erbauer, Symbol ihres grenzenlosen Reichs, Werkzeug der Eroberung. Ihre Macht ist unermesslich. Aber was ist sie genau? Was macht sie? Die Sternschmiede ist der Stolz der Erbauer, Symbol ihres grenzenlosen Reiches, Werkzeug der Eroberung. Ihre Macht ist unermesslich. Der Droide ist offenkundig nicht mit dem Wissen programmiert, okay, Das wir suchen. Die Sternenschmiede, das klingt wie eine Waffe oder so etwas. Es könnte aber alles Mögliche sein. Gut, könnte es sich bei ihr um eine Fabrik gehandelt haben? Vielleicht für Waffen? Vielleicht. Das würde erklären, warum die Sith so schnell eine Flotte zusammenziehen konnten. Aber ich glaube, dass die Sternenschmiede etwas viel Mächtigeres sein muss als eine bloße Fabrik. Vielleicht hat der Droide mehr Informationen, als wir verwerten können. Er scheint euch zu antworten. Vielleicht solltet ihr ihm eine andere Frage stellen. Okay, wer sind diese Erbauer, von denen du immer wieder sprichst? Die Erbauer sind die Herren der Galaxis. Die Eroberer aller Welten, die Herrscher über ein grenzenloses Reich und die Schöpfer der Sternschmiede. Diese Erbauer müssen einer ausgestorbenen Rasse angehört haben. Denn es ist merkwürdig, dass ihre Existenz nirgendwo vermerkt ist. Selbst in den Archiven der Jedi-Akademie werden sie nicht erwähnt. In den Jahren vor der Republik waren die Hutten eine dominierende Macht in der Galaxis, ohne jemals ein eigenes Imperium geschaffen zu haben. Ich kenne keine Spezies, auf die diese Information zuträfe. Okay, der Druide spricht Zelkath. Vielleicht waren sie die Erbauer. Die Zelkath waren nichts als Sklaven und Diener der wahren Herren. Wie alle anderen Rassen verbeugten sie sich vor der Macht der Erbauer und der Sternschmiede. Das Reich der Erbauer ist grenzenlos und ewig. Nichts kann gegen die unendliche Macht der Sternschmiede bestehen. Okay, hast du in letzter Zeit einen Erbauer gesehen? Ich bin seit der Vollendung dieses Monuments hier. Bis heute ist keiner der Erbauer zurückgekehrt, um nach der Sternschmiede zu suchen. Okay, wie lange bist du schon hier? Meinen Aufzeichnungen zufolge hat sich der abgelegenste Planet dieses Systems seit dem Verschwinden der Erbauer mehr als 10.000 Mal um die Sonne gedreht. 10 Umdrehungen der Kernwelt dauern länger als 20.000 Jahre. Wenn das stimmt, wäre dieser Droide nahezu 5.000 Jahre älter als die Republik selbst. Da muss ein Irrtum vorliegen. Das ist ausgeschlossen. Ich arbeite mit dem gleichen Chronologiesystem wie die Sternschmiede selbst. Meine Berechnungen sind unfehlbar. Okay, welche
kommst, verfolgst du gleich nochmal, wo können wir diese Sternschmiede finden? Sei Vernichtung der Sklaven, die nicht denen, die nach dem Schimmel suchen, wenn sie würdig sind. Eure Vorgänger, die wie ihr weder Sklaven noch Erbauer waren, forschten nach dem Wissen um die Sternschmiede und ihres Ursprungs. Sie haben sich als würdig erwiesen. Sie fanden die Geheimnisse der Sternschmiede hinter dieser versiegelten Tür, doch ein anderer vermochte die Rätsel nicht zu lösen und bezahlt sie dafür den ultimativen Preis. Der Druide spricht wahrscheinlich über den armen Nemo. Der Rat sandte ihn hierher, Untersuchungen anzustellen. Das kostete ihn das Leben. Ja, wäre der Mann am Wasser geblieben. Okay, hast du die Jedi da drüben getötet? Ich bin weder auf Kampf programmiert, noch habe ich den, der versagte, verletzt. Der Tempel selbst vernichtet jeden, der sich des Wissens um die Sternschmiede nicht als würdig erweist. Okay, wie kann ich beweisen, dass ich würdig bin? Die Prüfungsbereiche liegen im Osten und Westen. Dort können diejenigen, die den Willen der Erbauer erkennen, deren Geheimnis offenbaren und die Türen öffnen. Doch denjenigen, der versagt, wird der Tempel vernichten. Mehr zu sagen, verbietet mir meine Programmierung. Revan und Malak öffneten die versiegelte Tür und entdeckten das Geheimnis der Sternenschmiede. Nun benutzt Malak die Sternenschmiede, um seine Eroberung der Republik voranzutreiben. Wir müssen herausfinden, was sie entdeckt haben. Wir müssen diese Türen öffnen, um mehr über die Sternenschmiede zu erfahren. Das Schicksal der Republik hängt davon ab. Okidoki, gut. Also, du bist auf einem altertümlichen Druiden gestoßen, der sich für den Statthalter einer uralten und mächtigen Zivilisation hält. Was aus dieser Rasse der Erbauer geworden ist und was sich in den Tiefen der Ruinen verbirgt, weißt du nicht. Außerdem findest du die Leiche eines Jedi. Offenbar wurde er ermordet. Liebe Nemo, okay, was hat denn der da drin? Robe eines Jedi-Ritters und Kristall... Kristallsiegel, okay. Was kann denn so deine Robe, lieber Kollege? Robe eines Jedi-Ritters. 2. Ja, schön, zieh's an. Ja, wunderbar. Okay, dann würde ich sagen, guck ich doch mal. Wenn der Druide recht hat, dann müssen wir erst die Aufgaben in den Prüfungsfeldern im Osten und Westen lösen, bevor sich diese Türen öffnen. Okay, gut. Macht Sinn. Dann würde ich sagen, beginne ich doch mal von Westen nach Osten. So, speichern. Die Zeit ist auf jeden Fall noch. Genau. Ein paar mehrere Slots anlegen. Passt schon. So. Ein Wachtruide. Hören, hauen um. Ist okay. Passt doch. Und erstmal zu Eis. Na komm. Eis, Eis, Baby. Reagieren die eigentlich auf Blitze? Lasst es uns schnell erledigen. Na komm. Ist eingefroren hier, der Liebe. Ich zeig's dir. Da kann nichts machen. Ich zeig's dir. So, und jetzt blitz sie mal weg. Gleich haben wir es. Ein paar Blitze dran rein. So. Jawohl. Super. 400 Erfahrungspunkte. Gut. Alles klärchen, der ist erledigt. So, was nehmen wir mit dem Terminal? Als du dich dem alten Computer näherst, beginnt er zu brummen. Auf einem flackernden Bildschirm erscheinen unverständliche Symbole.
Viele Knöpfe hinzu, wir reindrücken, mit dem Computer sprechen, in einen Tritt versetzen. Versuchen, das Oberste-System zu knacken. Sie im Computer ab. Ich wende mich erstmal ab und speichere. Sicher ist sicher. Ja. Die Zeit. Die muss sein. Okay. Also. Mit dem Computer sprechen. Der Computer verstummt, nach einiger Zeit erscheinen einige äußerst ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm. Der Computer sendet eine Tonfolge, die dein Datenpad leise wiederholt. An der Vorderseite der alten Maschine öffnet sich ein Eingabeschacht. Okay, das Datenpad in die Einrichtung einstecken. Der Computer interagiert mit dem Datenpad, wieder wird der Bildschirm schwarz. Wenig später erscheinen einige bekannte Zeichen. Risky Yosuf William Resimoran Bambu. Okay, das Datenpad wieder mitnehmen. Das haben wir jetzt in den Ohren Computer eingerastet. Es bewegt sich nicht mehr. Scheiße. Computer sprechen. Du hast ein leises Summen. Der Computer scheint die Daten des Datapads zu verarbeiten. Das Datenpad wird ausgeworfen. Nach einiger kurzen Pause beginnt der Monitor neu zu flackern. Daten ausgewertet. Sprachanalyse abgeschlossen. Weiter. Aufforderung. Identifizieren Sie die drei primären todbringenden Planetentypen. Oh Gott. Identifizieren Sie die drei primären todbringenden Planetentypen. Todbringenden. Das ist unfruchtbar. Planeten ist todbringend, weitere Planeten. Was? Planetentyp ist todbringend, weitere Planetentypen. Öde? Und vulkanisch? Todessiegel wird geöffnet. Hä? Ja und jetzt? Dein Computer macht keinen Murks. Ja, und nu? Habe ich das erste Siegel hier geknackt, oder wie? Oder wer, oder wo, oder was? Tatsache. Nee, warte mal, das war falsch. Hier unten. Gut, ich habe keine Ahnung, ob das jetzt richtig war. Da ist noch so eine. Trotzdem erstmal die Splittergranate irgendwie hin. Und da mal drauf. Boah, mit Feuer auch noch. Dafür lohnt es sich zu leben. Hier, nimm das. Gut, auf jeden Fall eine entspanntere Sache als der ganze Blitzkram. Erledigen. Aber hallo. So. Die Macht ist auf meiner Seite. Jawohl. Und jetzt umhauen. Na komm. Jawohl, 400 DP. Super, okay. Dann ist da das altertümliche Terminal. Gut, liebe Bastila, du kurierst dich mal. Mit einem Linkstick aktivierst du die Freie Masse. Einmal sind wir die. Okay. Ja, wunderbar. Okay, dann. Hä? speichern. Genau, und dann. Guckst du mal, was das hier von mir will. Als du dich im alten Computer näherst, beginnt er zu brummen. Auf einem flackernden Bildschirm erscheinen unverständliche Symbole. Ich glaube, ich mache das nochmal. Mit dem Computer sprechen. Der Computer verstummt, nach einer Zeit erscheinen einige äußerst ungewöhnliche Zeichen auf dem Bildschirm. Das Datenpad in die Vorrichtung einstecken. Der Computer reagiert mit dem Datenpad, wieder wird der Bildschirm schwarz. Und die schon bekannte Zeit. Haben wir ja schon. Hier ist Josef. Genau das. Hat der andere auch gesagt, ne?
So, das heißt, jetzt mal mitnehmen. Immer, es bewegt sich nicht. Dann sprich mit ihm. Du hast eine Summe, der Computer scheint dir dann zu verarbeiten. Das Arbeit ist aber ausgeworfen, nach einer kurzen Pause beginnt er wohl erneut zu flackern. Dann ausgemacht, Bachanalyse abgeschlossen, weiter. Auf evidenzieren Sie die drei primären lebensfreundlichen Planetentypen. Okay, das ist auf jeden Fall ozeanisch. Planete Sonne, weitere, dann grün und bewaldet. Ja, habe ich gemacht. Und nun? Und nun? Ja, und nun? Mach keinen Murks. Habe ich doch jetzt... Das habe ich doch gemacht jetzt hier, ne? Oder? Ach, guck mal, da kann ich, den kann ich ja nur looten. Aber den anderen nicht. Da ziehen wir Droide. Habe ich es geschafft jetzt hier? Oh. Ich habe es geschafft. Ja, geil. Okay, es war auch sauschwer. Guck mal, was hier los ist. Irgendein Teleporter-Gedöns. Das muss es sein, was Revan und Malak gefunden haben, als sie den Tempel betraten. Von dort aus müssen sie ihre Reise in die Tiefen der dunklen Seite begonnen haben. Okay, was ist das? Das ist eine Karte. Eine intergalaktische Navigationskarte oder so etwas. Revan und Malak müssen sie benutzt haben, um die Sternenschmiede zu finden. Mit Hilfe dieser Karte könnten wir ihrem Weg folgen und die Sternenschmiede ausfindig machen. Aber wir müssen vorsichtig sein. Sie können Fallen gestellt oder ihre Funde verborgen haben. Okay, was ist die Sternenschmiede also genau? Ich weiß es nicht. Aber Revan und Malak waren offenbar sehr daran interessiert, es zu finden. Es muss eine Art Werkzeug oder eine Waffe sein. Vielleicht kann uns der Rat mehr sagen. Aber ich glaube, dass wir mit dieser Karte die Sternenschmiede finden können, was immer sie ist. Seht ihr diese Welt hier? Das sieht aus wie Korriban, eine Welt der Sith. Und wenn das Korriban ist, dann ist das Kashyyyk und Tatooine. Und hier liegt Manaan, aber einige Teile fehlen. Unvollständige Hyperraumkoordinaten, unbrauchbare Daten... Und nicht der geringste Hinweis, wo sich die Sternenschmiede selbst befinden könnte. Okay, vielleicht finden wir auf den Welten weitere Hinweise. Das habe ich mir auch schon überlegt. Vielleicht führt uns diese Karte gar nicht zur Sternenschmiede. Aber ich weiß, dass Revan und Malak Korriban mindestens einmal besucht haben. Vielleicht haben sie dort etwas entdeckt. Vielleicht haben sie auch auf den anderen Welten, die einst auf dieser Karte standen, etwas gefunden. Wenn wir alle Teile finden, führt uns das möglicherweise zur Sternenschmiede. Und zu einer Möglichkeit, sie zu zerstören. Wir müssen den Rat über unsere Entdeckung informieren. Dort wird man entscheiden, was zu tun ist. Aber ich schätze, unsere Aufgabe hat gerade erst begonnen. Das glaube ich auch. Auf jeden Fall. Okay, gut, dann würde ich sagen, geht's zurück zum Rat. Das sieht schon geil aus. Auf jeden Fall. So, gibt's hier noch was irgendwie mitzunehmen? Tut's nicht. Okay. Dann würde ich aber ganz gerne noch den anderen Droiden vorher looten. So, und mit ihm nochmal sprechen. So. Aber er hat nichts. Okay. Gut, dann... Kollege, was mit dir? Kannst du noch was sagen? Ihr habt euch das wirklich erwiesen. Die versiegelte Tür ist offen. Wenn ihr das Geheimnis der Sternschmiede lüften wollt, müsst ihr jetzt durch diese Tür gehen. Gut, ich gehe jetzt. Ich bleibe hier, wie es meiner Programmierung entspricht. Mach das. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Und genau, zurück zur Enklave. Jawohl. Bin ich mal gespannt, was die sagen. Guck mal, hier wieder ein Karth-Hund. So. Ganz entspannt. Aber er verfehlt immer noch echt eine ganze Menge, ne?
Wunderbar. Okay. Jawohl. Und weg damit. Super. So, noch mehr Hundis irgendwo hier vielleicht am Start? Nee, ne? Gut. Dann bin ich immer gespannt, was der Rat mir sagt. Und wie sich meine anderen ja, Taten nach wie vor auf mich auswirken. Also wenn jetzt immer nicht checken, ne, dass ich der dunklen Seite hier ganz entspannt verfallen bin, dann war ich auch nicht. So, Bastilla scheint auf etwas auf dem Herzen zu haben, vielleicht soll ich Rüri. Okay, also was los? Wie kann ich helfen? Möchtet ihr über den Traum sprechen? Es war weniger ein Traum als vielmehr eine Vision. Eine Vision, die wir beide gemeinsam hatten. Aber ich bin fest entschlossen, auch die Fragen zu beantworten, die der Rat der Jedi nicht beantwortet hat. Okay. Ich kann immer nicht verstehen, warum wir die Vision geteilt haben. Fragt ihr euch, warum wir die gleiche Vision hatten? Ja. Oder warum wir sie überhaupt erhalten haben? Ja. Zur ersten Frage kann ich nur das wiederholen, was der Rat uns sagte. Unsere Schicksale sind miteinander verbunden. Und wenn die Macht so stark ist wie in uns beiden, ist diese Bindung nahezu physischer Natur. Die zweite Frage kann ich nicht beantworten. Die Macht hat ihren eigenen Willen. Vielleicht sollten wir für das, was uns zuteil wurde, einfach nur dankbar sein. Okay. Aber wie konnte es geschehen, dass unsere Schicksale miteinander verbunden sind? Ich weiß es nicht. Und glaubt mir, mit jemandem wie euch verbunden zu sein, ist keine verheißungsvolle Aussicht. Was soll das jetzt heißen? Glaubt mir, das Gefühl beruht ganz auf Gegenseitigkeit. Je eher wir also unser Schicksal kennen, desto Jawohl. Eher können wir wieder eigene Wege gehen. Ist doch logisch, oder nicht? Yep. Gut, das ist alles, was ich wissen wollte. Wie ihr wollt. Vielleicht sollten wir uns wirklich auf die nächste Aufgabe konzentrieren. Gut. Keine Zeit hier rumzuschnacken. So. Also, gehst mal gucken. Zurück zum Rat. Ihr Lieben. Alles gut, ich war dort gewesen. So, speichern. Und weiter geht's. Ihr seid zurück, Padawan. Habt ihr herausgefunden, was Revan und Malak in diesen Ruinen gesucht haben? Nö, ich konnte nichts finden. Lügen. Sila hat uns bereits von der Sternenschmiede und der Karte erzählt, die ihr gefunden habt. Ja, genau. Friede, Master Luke. Ich bin mir Peace, sicher, Alter. Der Padawan wollte nur sagen, er habe nichts außer dem gefunden, über das uns Bastila ohnehin informiert hat. Die Neuigkeiten über die Sternenschmiede sind äußerst besorgniserregend. Wir müssen handeln, doch sollten wir uns nicht zur Hast verleiten lassen. Wir müssen die jüngsten Ereignisse angesichts der neuen Informationen neu überdenken. Wir sollten die Jedi-Archive konsultieren, um herauszufinden, ob diese Sternenschmiede erwähnt wird und um was es sich dabei handeln könnte. Wir müssen herausfinden, warum sie Revan und Malak finden wollten. Kehrt zu eurem Schiff mit Bastila zurück. Wir werden nach euch schicken, sobald wir unsere Besprechungen beendet haben. Padawan, ihr habt Großes geleistet, indem ihr die Sternenkarte in den alten Ruinen entdeckt habt. Doch im Kampf gegen Malak und die Sith gibt es noch viel zu tun. Wir Jedi wissen, dass wir die Sith nicht in einem offenen Krieg bezwingen können. Der Rat hat daher einen wichtigen Auftrag für euch, Padawan. Ich habe unsere riesigen Archive zu Rate gezogen, um dieser geheimnisvollen Sternenschmiede auf die Spur zu kommen. Aber meine Bemühungen waren vergebens. Dennoch, der Rat ist sich einig. Die Sternenschmiede muss gefunden werden. Revan und Malak haben danach gesucht, als ihr tragischer Fall begann. Es gibt keinen Zweifel daran, dass die Sternenschmiede ein mächtiges Werkzeug der dunklen Seite ist. Die Sternenkarte in den Ruinen zeigt 4 Planeten, doch sie ist unvollständig. Sie zeigt nicht den Standort der Sternenschmiede selbst.
Wir glauben, dass es auf anderen Planeten ähnliche Sternenkarten geben dürfte. Jede der Sternenkarten ist vermutlich Teil eines größeren Puzzles. Findet die Sternenkarten auf Kashyyyk, Tatooine, Manaan und Korriban. So werdet ihr zur Sternenschmiede gelangen. Okidoki. Alayayayay. Gut, für mich klingt das nach einem Kamikaze-Auftrag. Respektlos und aufmüpfig. Ja, aber hallo. Und das sollen unsere Hoffnungen für die Zukunft dieser Galaxie sein? Yep. Rede, Vrook. Wir haben doch bereits darüber gesprochen. Es gibt keine andere Wahl. Die Zahl der Jedi wurde durch den Krieg, durch Deserteure, die sich Malaks Reihen angeschlossen haben, und durch die Meuchelmörder der Sith stark ausgedünnt. Doch uns ist wohl bewusst, wie wichtig dieser Auftrag ist. Doch wenn wir eine ganze Einheit Jedi-Ritter ausschicken würden, würden wir nur die Aufmerksamkeit von Malak und den Sith auf euch lenken und euren Auftrag von vornherein zum Scheitern verurteilen. Soll ich das ja alleine bewältigen? Begleitung würde ich mir aufhalten. Die Geheimhaltung ist unsere beste Verteidigung gegen die Sith. Es wäre aber töricht, euch alleine auf diesen Auftrag zu schicken, Padawan. Bastila wird euch begleiten. Zwischen euch gibt es eine mächtige Verbindung. Eine Verbindung, die sich vielleicht als Schlüssel entpuppt, um die Mysterien zu enträtseln, die Revan entdeckt hat. Denkt stets daran, was mit Joe Horny geschehen ist. Ihr müsst stets daran denken, wie gefährlich es ist, sich auf den Weg der dunklen Seite locken zu lassen. Wunderbar, schon wieder Bastila. Sonst so jemand, mit dem ich herumschlagen muss. Genau. Natürlich werden euch auch eure Gefährten begleiten, die euch bereits auf Taris zur Seite standen. Ihre Fähigkeiten könnten sich als nützlich erweisen. Denkt stets daran, dass die Geheimhaltung und unauffälliges Vorgehen für euren Erfolg von entscheidender Bedeutung sind. Ihr werdet nicht verbergen können, dass ihr zu den Jedi gehört und sollt das auch nicht. Doch Malak darf niemals vom wahren Ziel eures Auftrags erfahren. Ihr könnt jederzeit hierher zurückkehren. Dantooine soll ein Zufluchtsort, ein Hort der Sicherheit für euch sein. Hier könnt ihr eure Vorräte aufstocken und uns und andere um Rat fragen. Jut. Warum soll ich mein Leben aufs Spiel setzen, um Malak aufzuhalten? Das haben wir euch doch bereits erklärt. Durch eure Beherrschung der Macht stellt ihr eine große Bedrohung für Malak dar. Früher oder später wird er euch zerstören, euch und alle Jedi. Es sei denn, es gelingt euch, ihn zuvor aufzuhalten. Ihr könnt aufbrechen, wann immer ihr wollt. Je früher ihr aufbrecht, desto besser. Je länger ihr wartet, desto stärker wird Malak. Doch zuerst möchte ich euch noch eine Warnung mitgeben, Padawan. Der Verlockung der dunklen Seite ist sehr schwer zu widerstehen. Ich fürchte, die Suche nach der Sternenschmiede könnte euch auf einen Pfad führen, der euch nur allzu vertraut ist. Das Schicksal der Galaxis liegt in euren Händen, Padawan. Wir beten, dass ihr der Herausforderung gewachsen seid. Möge die Macht mit euch sein. Dunkle Seitepunkte erhalten. Yeah, Bitch. Auf jeden Fall. Ich freue mich, es wird immer mehr und mehr und ich will auf jeden Fall sowas von die dunkle Seite. Ne? Deswegen mache ich das so ganz hier. Und ich hoffe, es geht noch weiter runter. Oh, sieht cool aus. Schön, wunderbar. Dann würde ich sagen, geht's jetzt weiter mit der Suche nach der Sternenschmiede auf den anderen Planeten. Gut, würde ich sagen, geht's zurück in die Ebonhawk und dann machst du dich mal auf den Weg. Sehr schön. Wunderbar, das läuft doch. Mal hier rein in den Hof. Und irgendwie musste man jetzt vom Hof aus. Nee, das war Quatsch. Ich musste. Ja, genau, das war ja die andere Tür. Das war ja Janisch hier. Wo waren das? Handelsposten. Kammer des Jedi-Rates. Genau, das war hier oben. Das war hier oben hoch. Hier durch, genau. Und zurück in die Ebonhawk. Tag
Darf ich euch was fragen, Padawan? Es gibt Gerüchte über eure Audienz vor dem Rat der Jedi. Angeblich habt ihr den Auftrag, uns im Kampf gegen Malak und die Sith beizustehen. Woher ihr wisst, dass ich einen Auftrag habe. Es wäre mir sicher in diesem Sinne des Rates, um mit euch darüber zu sprechen. Meine Gespräche mit dem Rest gehen euch, mit dem Rat gehen euch nichts an. Versteht mich falsch, ich will nicht, dass ihr mir etwas sagt, was den Orden oder der Republik gefährden könnte. Egal welchen Auftrag ihr habt, es ist nicht für fremde Ohren bestimmt. Ich wollte euch nur warnen, passt auf euch auf und viel Glück. Dort draußen lauern unzählige dunkle Gefahren. Es sind nur Diener der dunklen Seite. Ich kann auf mich aufpassen. Ja, eure Fähigkeiten sind in der Akademie in allem Munde. Trotzdem solltet auch ihr meine Warnung beherzigen. Master Dorak möchte, dass ich eines Tages das Amt des Chronisten der Akademie übernehme. Bei meinen Studien habe ich von unzähligen Kreaturen gelesen, von bösen Kreaturen und schrecklichen Monstern. Die schlimmsten Bestien sind jedoch die, wie auch immer. Sie laben sich am Blut derer, in denen die Macht sehr stark ist. Viele Jesen ihrem unstillbaren Natur im Laufe der Jahrhunderte zum Opfer gefallen. Okay, was macht diese Wesen so gefährlich? Die Terentatek ist ein Raubtier und wie jedes sind seine Beute. Diese Bestien sind äußerst stark und klug und sie sind vor Machtangriffen gefeit. Okay. Zum Glück sind die sehr selten. Sie leben nur an den gefährlichsten und dunkelsten Orten der Galaxis. Seit fast 40 Jahren wurde keine der Bestien mehr gesehen. Okay. Sie sind also ausgestorben. Das ist nicht das erste Mal, dass die Tentatita Tuta für ein paar Jahre verschwinden. Angeblich fanden sie in eine Art Winterschlaf, bis sie von der Macht der dunklen Seite geweckt werden. Ich fürchte, Malak hat diese Kreaturen unbewusst aufgeweckt. Es würde mich nicht wundern, wenn der Rat nach der Vernichtung der Sith erneut eine große Jagd ausrufen würde, um die Tentatita Tuta auszulöschen. Eine große Jagd? Was ist das? Der Rat der Jedi hat die große Jagd kurz nach dem Exar-Kun-Krieg ausgerufen. Daraufhin halfen Jedi in allen Teilen der Galaxis beim Wiederaufbau der zerstörten Planeten. Viele Jedi verschwanden in dieser Zeit spurlos. Wir wussten nicht einmal, ob sie ermordet worden waren, bis wir nach und nach ihre verstümmelten Körper entdeckten. Der Rat stellte Untersuchungen an und fand heraus, dass die Tentatita Tuta für die Morde verantwortlich waren. Doch beschloss man, die Galaxis von diesem Bestien zu befreien. Doch der Preis dafür war hoch. Die Jedi haben diese Wesen also getötet? Die Tentatita Tuta sind Ausgeburten der Hölle. Sie sind grausame Tötungsmaschinen. Der Rat hatte keine Wahl. Sie mussten vernichtet werden. Zum Wohle der Galaxis. Viele Jedi entschlossen sich zusammen und reisten zu Planeten, auf denen man die Tita-Tuta-Tuta vermutete. Die große Jagd endete erst, als alle Tita-Tuta-Tata erschlagen waren. Fast alle. Angeblich leben auf Korriban, einer dunklen Welt, die als Geburtsort der Sith galt, noch einige Tita-Tuta-Tata. Auf diesem Planeten war Exar-Kun im ersten Sith-Krieg übrigens der dunklen Seite verfallen. Korriban wurde verschont. Der Rat befürchtete, dass noch mehr Jedi der dunklen Seite verfallen wären. Verfallen könnten und erklärte die große Jagd für beendet. Insgeheim sollten aber einige Jedi das Werk vollenden. Ihr meint, sie sollen die Tita-Tuta-Tata ausrotten. Jedi, die ausgewählt wurden, um die Jagd fortzusetzen, waren Duron Keldroma, Gunhan, Sare und Michelle. Boy, die Namen, ne? Alle drei waren Krieger des Lichts und wie auch immer, der Rat hoffte, dass sie gemeinsam die letzten Tita-Tuta-Tata vernichten würden. Außerdem wollten sie sich gegenseitig stärken, um den Versuchungen von Korriban und der dunklen Seite der Macht zu widerstehen. Doch keiner der drei überlebte. Ihr Meister fühlte, wie sie mit der Macht verschmolzen, als sie diese Welt verließen. Er dachte, dass sie den Tita-Tuta-Tata zum Opfer gefallen waren. Den Rat erschien es zu gefährlich, nach ihren Leichen suchen zu lassen. Niemand weiß also, was wirklich mit ihm passiert ist. Aber lasst euch ihr Ende eine Warnung sein, Padawan. Okay, gut, alles klärchen. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jod. Sei gewarnt, junger Padawan. Unterschätze die Tita-Tuta-Tata nicht. Wenn du es doch tust, droht dir dasselbe Schicksal wie die Jedi, die nach der großen Jagd verschwanden. Boah, Alter, okay. Also, stimmt, die gab es ja auch noch, diese Viecher. Gut, jetzt aber zurück hier auf die Ebonhawk und dann schaue ich mal hier weiter. Bastille scheint schon wieder. Okay, was los? Wie kann ich helfen? Ihr seht aus, als würde euch etwas beschäftigen. Nein, nicht direkt. Ich habe nur darüber nachgedacht, was der Jedi-Rat über uns beide sagte. Es gibt ein Band zwischen uns, das will ich gar nicht bestreiten. Ich kann es fühlen und ihr sicher auch.
Die Natur dieses Bandes aber und seine Auswirkungen auf unsere Mission bleiben fraglich. Nicht was Band zwischen uns bedeutet, das Band nicht, dass meine Anwesenheit vonnöten ist. Ich glaube nicht daran, dass diese sogenannte Band existiert, ganz egal, was der Rede hier, der Rat der Jedi gesagt hat. Für uns wissen wir immer noch nicht. Leugnet es ruhig, aber zwischen uns besteht ein besonderes Band. Ich kann verstehen, dass euch das beunruhigt. Auch ich habe Vorbehalte, um ehrlich zu sein. Ich kannte eure Aufzeichnungen, als ihr an Bord der Ender Spire kamt, aber sonst nichts. Ich weiß sehr wenig über euch. In Anbetracht unserer Beziehung würde ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Vergesst es, ich bin nicht interessiert. Nee, keine Ahnung. Warum antwortet ihr mir nicht? Dies sind einfache Fragen. Ich möchte nicht aufdringlich wirken. Also, zuerst einmal, welchen Hintergrund habt ihr? Ich habe es satt, Fragen zu beantworten. Ich verstehe. Ich wollte euch nicht verärgern, aber ich denke, das war unvermeidlich. Ihr musstet eine Menge verarbeiten, seit wir von Taris fliehen konnten. Es tut mir leid. Wir können uns ja später noch einmal unterhalten, wenn ihr ein wenig Zeit hattet, über all das nachzudenken. Jo, können wir. Können es aber auch sein lassen, Kollegin. So. Zwischen Bastille und dir besteht eine starke Verbindung. Daher will sie mehr über dich erfahren. Du hast jedoch das Gefühl, dass sie dir nicht alles erzählt. Ja, ich erzähle ja auch nicht alles. So, wir müssen hier Welten retten, ihr Lieben. Okay. Also. Wie marschen das jetzt? Oh Gott. Quartier der Besatzung. Da geht's zur Rampe. Quartier der Besatzung. Der Swoop-Hangar. Maschinenraum. Cockpit. Ein Frachtraum. Gut, ich würde sagen, ich renne mal ins Cockpit und steuere das nächste Ziel an. Soll ich auf Korriban gehen? Ich weiß gar nicht, wie jetzt die Reihenfolge hier nochmal war. Das ist die Karte Glaxis, der Navigationskomputer der Ebon Hawk. Wenn du Dantooine verlassen willst, kannst du mit Hilfe der Karte zum anderen Planeten reisen. Im Computer Ebon Hawk ist immer noch ein Ziel von Daviks letzten Flug gespeichert. Okay, Dantooine. Ach, da! Okay, Manan. Tatooine. Kashyyyk. Yavin und Korriban. Tatooine, Manan und Tatooine. Gut, ich würde sagen, ich gehe erstmal hier nach Korriban. Vulkanische Gebirgskette, einer Mission. Landmücke in Dresh Day. Okay, das heißt, das sind noch diese anderen Planeten, die es zu besuchen gilt. Und wie gesagt, ich fange erstmal an hier auf Korriban, weil wegen der dunklen Seite-Geschichte und hoffe, dass ich dort mehr schöne dunkle Seite-Punkte sammeln kann. Also, schnell hin. Super. Jip. Jawohl. Lord Malak, die Sternenschmiede arbeitet mit 200% Leistung. Weit über unseren Erwartungen. Ich interessiere mich mehr für die junge Jedi Bastila und ihre Kampfmeditation. Konntet ihr in Erfahrung bringen, wie sie von Taris fliehen konnte? Sie erhielt durch Karth Onasi Unterstützung. Ein mehrfach ausgezeichneter Kriegsheld der Republik und legendärer Soldat. Während der Mandalorianischen Kriege erhielt er mehrere Auszeichnungen für seine Tapferkeit. Ihr kennt diesen Mann? Ja, Lord Malak. Er hat unter mir gedient, als ich noch für die Republik kämpfte. Man könnte sagen, ich war sein Mentor. Interessant. Und wie kamt ihr an diese Informationen, Admiral? Ein Augenzeuge, Lord Malak. Ja. Der Kopfgeldjäger Kellon Nord war dort, als Bastila und Karth vom Planeten flohen. Sie haben ihn offenbar zurückgelassen, weil sie dachten, er wäre tot. Eine Jedi und ein Kriegsheld. Ein Wunder, dass ihr das Zusammentreffen überlebt habt.
Ich bin sehr zäh, Lord Malak. Kaelo hat zugestimmt, uns dabei zu helfen, die junge Bastila gefangen zu nehmen. Natürlich verlangt er eine hohe Bezahlung für seine Dienste. Sein Ruf als Kopfgeldjäger ist wohl verdient. Ihre Freunde interessieren mich nicht, Kaelo. Aber ich möchte diese junge Jedi lebendig, wenn es möglich ist. Lord Malak, verzeiht mir. Könnte ich euch unter vier Augen sprechen, sodass die normalen Soldaten nicht mithören können? Ich hoffe, ihr verschwendet meine Zeit nicht, Admiral Karev. Ich kann euch versprechen, dass ihr sehr daran interessiert sein werdet, was Kaelo euch über die anderen Begleiter Bastilas sagen kann, Lord Malak. Und schon wieder am Pennen. Ja, natürlich. Die Macht hat uns eine Vision geschenkt. Wie damals auf Dantooine. Habt ihr sie gesehen? Natürlich habt ihr. Die Macht ist in uns beiden stark. Einige halten Korriban für den Geburtsort der Sith. Dieser Planet ist ein Ort des Bösen. Hier gibt es Geheimnisse, die besser unentdeckt bleiben. Okay, ich habe keine Zeit für eure Vision, Bastilla. Diese Visionen betreffen euch ebenso wie mich. Und sie sind der Schlüssel, um die Sternschmiede zu finden und Malak aufzuhalten. Als ich die Vision empfing, war mir kalt und ich fühlte mich gefangen. Fast wie lebendig begraben. Wenn wir erst wissen, wo die Sternenkarte ist, werden wir klarer sehen. Okay, es wäre sicherer, wenn ihr auf dem Schiff bleiben würdet. Werden euch die Sith nicht wiedererkennen? Vielleicht habt ihr recht. Die meisten dunklen Jedi kennen nur meinen Namen. Und doch gibt es einige, die mein Gesicht erkennen könnten. Um die Mission nicht zu gefährden, muss ich auf der Ebonhawk bleiben, solange wir auf diesem Planeten sind. Alles klärchen. Gut, und wie es weitergeht, das erfahren wir in der nächsten Folge. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Ich habe vorher im Frachtraum überprüft, irgendwas stimmt nicht. Bitte was? Ich habe keine Zeit, mir darüber Sorgen zu machen. Jemand war in der Notration. Mission und ich haben alle gefragt, aber keiner weiß was davon. Ihr solltet die Nahrungsvorräte prüfen, wenn ihr das nächste Mal im Frachtraum seid. Okay. Gut. Ja, dann mache ich das auch in der nächsten Folge. Wie gesagt, bis dahin. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Noch jemand? Nein? Okay. Dann bis dahin. Macht's gut und... Ciao, ciao.